Hallo und willkommen zur jetzt mal wieder. Welche Ausgabe haben wir jetzt eigentlich? Fünften? Ja, ich glaube, es ist fünfte. Ja, jetzt vier. Ja, ist fünf. Ja. Ist die fünfte Ausgabe und wir begeben uns heute diese Ausgabe. Boah. Ja, dem nach Indien. Wie man auch sehen kann, am Taj Mahal. Indien hat in der Lego-Geschichte eigentlich gar nicht so viel Bedeutung. Das einzige Modell, was ein indisches. Das einzige Modell, was einen indischen Hintergrund hat, ist dann vielleicht noch das Taj Mahal. Ansonsten ist Lego in Indien ja nicht so vertreten. Natürlich, das hier auch wirklich sehr fiktiv ist. Stufe 5. Indien. Dieses Map, weiß ich noch ungefähr, ist zweigeteilt und zwar rautenförmig. Hört sich nicht so besonders spannend an eigentlich, weil sieht man ja eigentlich schon das rautenförmige kennt und das zweigeteilte wir auch schon kennen. Das Problem hier ist eigentlich, dass wir unsere Wege so planen müssen, dass wir nur diese eine Station zu überbrücken haben, theoretisch manchmal. Deswegen muss man da bisschen umdenken manchmal. Außerdem brauchen wir hier sehr, sehr viele Sachen. Und ja. Mal sehen, ob ich jetzt noch so eine Erinnerung habe. Der Professor bereitet gerade ein paar neue Parklandschaften vor. Aber bis alles fertig ist, wird der Platz ziemlich knapp. Das bedeutet, wir müssen die Stelle für jede Attraktion sorgfältig auswählen, damit alles in den Park passt. Wenn du der Meinung bist, der Platz reicht für eine Attraktion nicht aus, könntest du eine andere entfernen. Genau, das war eigentlich das Problem mit dieser Sache, weil es sehr klein bemessen ist. Deswegen müssen wir definitiv darauf achten, dass wir nichts freilassen und deswegen auch nicht zwingend auf schön bauen. Jetzt wollen wir aus der Gegend mit den Hecken mal einen hübschen Garten machen, in dem viele verschiedene Pflanzen wachsen. Informationsfenster schließen. Genau, das war das hier. Das war anderes, was ich in Erinnerung habe noch. Das war nämlich nicht das mit dem geteilten. Nach oben. So. Miniland Indien. Schon kein bisschen viel. Ja, machen wir das doch. Nach unten. Gewächshaus. Ist mal ein bisschen sehr vage, was man eigentlich jetzt genau machen soll. Thema. Deine Attraktionen haben nicht genug Strom. Ich weiß. Ich habe auch kein Stromkraftwerk bisher. Miniland Indien. Pflanz eine kleine Kiefer. Pflanz eine Kiefer. Pflanz eine Blume. Pflanz ein Stück Hecke. Pflanz eine kleine Kiefer. Wieg. Kleine Kiefer. Blumen. Parkeingang. Blumen. Pflanz all die verschiedenen Pflanzen. Pflanz je fünf in dem von Hecken umgebenen Gebiet. Wieg, Hecke, Baum, kleine Kiefer. Versuch alle Legoland-Attraktionen in dem kleinen Bereich neben dem Parkeingang unterzubringen. Informationsfenster schließen. Genau. Da brauche ich erstmal natürlich ein Kraftwerk. Bau ein Kristallkraftwerk. Alles, Moment, alles, ne? Also wir müssen mal jetzt den größten anfangen, erstmal. Nach unten. Wenn auch etwas Sinn macht, muss ich natürlich auch ein bisschen noch hinziehen. Stell ein paar Zapfsäulen für die Fahrschule auf.
So. Bau alle Attraktionen auf den kleinen Platz beim Eingang. So. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Bau ein kleines Kraftwerk. Bau den Lego Media Laden. Nach. Bau eine Lego Boutique. Nach oben. Bau eine Haifischbar. Legoland Kurznachrichten. Rosi hat gerade eine überaus interessante neue Eissorte für den Park erfunden. Es heißt Super Duper Pizza Klops. Jeder, der den Mut hat, es zu probieren, erhält ein Glas Bricola Cola umsonst, mit dem der Geschmack wieder weggespült werden kann. Also nix wie hin zum Eisstand und den italienischen Geschmack abholen, der den ganzen Tag anhält. Ja. Weiter. Alle Western-Attraktionen in dem Gebiet, das durch die Kakteen begrenzt ist. Hier gibt es ein Kakteengebiet? Ah, da. Okay. Krieg ich hin. Nach unten. Bau einen Planwagen. Nach unten. Bau. Nach unten. Hä? Das wollte ich eigentlich nicht so weit bauen. Bau ein Karussell. Alter, das ist groß. Gute Arbeit. Jetzt können wir den Baumstammkanal am Rand des Parks bauen. Ich habe schon einen extra Mechaniker zu Hilfe geholt. Rand des Parks? Scheiße hier, ne? Nach unten. Setz die Spezialstrecke mit der Schaukel für den Baumstammkanal ein. Das kann ich machen. Füge den Schaukelstuhl am Baumstammkanal ein. Bau einen Tunnel für den Baumstammkanal. Das kannst du nicht auf etwas anderes stellen. Setz die Spezialstrecke mit der Schaukel für den Baumstammkanal ein. Nach unten. Nach oben. Füge den Schaukelstuhl am Baumstammkanal ein. Das Bau einen Baumstammkanal in dem neuen Gelände am Rand des Parks. Füge den Schaukelstuhl am Baumstammkanal. Ich weiß nicht, was der Rand des Parks meint ist. Ach, wahrscheinlich ist der Rand des Parks nicht gemeint, ne? Hoffe ich doch mal zumindest. Streckenstück für Baumstammkanal. Das kannst du nicht auf etwas anderes stellen. Das muss mit etwas anderem verbunden werden. Das muss mit etwas anderem verbunden werden. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Besucher für den Baumstammkanal. Ja, die müssen nur selber herkommen, ne? Ah, da kommt es schnell. Überrascht die Leute im Baumstammkanal mit einem Skelett. Nach oben. Pflanz eine Kaktusgruppe. Ja. Das kannst du nicht auf den Weg zu einem Gebäude stellen. Thema Burg. Thema Wilder Westen. Mindestens ein Besucher sollte im Baumstammkanal fahren. Ja, da kommt doch einer gerade. Bau einen kleinen Springbrunnen, den ich bauen kann. Mitarbeiterinformation. Gerade kam eine Nachricht von JP herein, die besagt, dass die Arbeiten an der zweiten Brückenkombination jetzt fertig sind.
Der Park ist jetzt noch größer als vorher. Daher können wir noch mehr aufregende Geräte und Attraktionen bauen. Gut. Gute Nachricht. Das Waldgebiet hinter den Brücken ist jetzt fertig. Mit einer Achterbahn kannst du den Park jetzt noch verbessern. Informationsfenster schließen. Bau den Eingang zur Achterbahn. Bau ein Streckenstück mit Weg. Bau ein Streckenstück mit Weg. Bau eine abschüssige Strecke. Bau eine steile Strecke. Bau eine abschüssige Strecke. Bau eine abschüssige Strecke. Bau jetzt eine Achterbahn in dem Waldgebiet hinter den Brücken. Das muss mit etwas anderem verbunden werden. Bau eine steile Strecke. Verwende die extra Grünanlagen, damit du die Bewertung bestehst. Informationsfenster. Oh, schon was hier durchgeklickt. Bau ein Drachengrill-Restaurant. Es geht immer recht schnell eigentlich, wenn man überlegt, nach oben. Dass es dann doch eigentlich schwer ist. Aber theoretisch eigentlich recht einfach. Alles zu machen, was gefordert ist. So, hier fehlt dir noch was. Nach unten. Da habe ich alles. Nach oben. So, davon noch was auf jeden Fall. Ja, da hole ich noch ein paar Leute. Ich hole ich auch mal ein paar mehr. So. Kiefern. Büsche. Pflanz ein Stück Heck. Pflanz eine kleine Kiefer. Nach unten. So, habe ich das. Und das Kraftwerk kann ich mir eben nochmal ein neues bauen, warum auch immer. Kleines Kraftwerk. Bau ein kleines Kraftwerk. Nach oben. Pflanz eine Blume. Pflanz einen Apachenkaktus. Ja, eigentlich habe ich jetzt alles, ne? Essen und Trinken Anzahl fehlt noch. Okay. Kriechen. Es sieht aus, als müsste etwas repariert werden. Nach unten. Bau ein Drachengrill-Restaurant. Das ist ja kein Problem. Anzahl ist nie das Problem. Vielfalt ist immer so ein Problem. Man weiß mal nicht, was man vergessen hat zu bauen halt, ne? Das ist immer so ein Problem. Bau einen Planwagen. Bauen wir nochmal einen Planwagen hier hin. Oh, zwei Stück. Bau einen Planwagen. So. Thema Legoland. Nach unten. Dann bauen wir noch ein paar Essenstände hin. Nach oben. Da kommen wir Kiefern hin, warum auch immer. Nach unten. So. Eisstand nochmal. Dann baue ich hier ein paar Büsche hin. Thema Legoland. Eisstand Bar nochmal. Ich weiß ja nicht. Ich kann ja von denen nochmal ein paar hinbauen irgendwo. Hier, so. Nach unten. Das Restaurant habe ich hier gar nicht drin. Nach unten. Und ja. Bau einen Ricola-Cola-Getränkestand. Wie gesagt, mehr als nochmal das gleiche bauen kann ich halt nicht, ne? Nach unten. Bau einen Zebrastreifen für die Fahrschule. Stell ein paar Zapfsäulen für die Fahrschule auf. Nach oben.
nicht etwas repariert? Baubude. Baubude. So. Haben wir hier auch Platz? Das ist der Planwagen. Auf jeden Fall den Saloon vielleicht nochmal bauen. Bau einen General Store. Bau den Saloon nochmal. Bauen wir auch mal. Ich weiß nicht, ob der als erstes gilt. Das war schwierig mal, das verstehen wir erstmal. Ne? Man weiß ja nicht genau, was man jetzt eigentlich noch macht und ob man es mit der Zeit schafft. Und scheinbar schaffe ich es nie in der Zeit eigentlich. Nach oben. Deswegen. Aber ich mache mir auch ein bisschen zu viel Stress damit, glaube ich. Das ist gar nicht so schwer. Nach unten. Bau ein Drachengrill. Bis vielleicht auf die letzte Mission oder so. Das ist dann. Die letzte Mission ist ein. Ja, das ist schon. Das ist eine andere Nummer nochmal, aber. Nach unten. Ach, guck mal, da kommen wir gar keine hin, ne? Es sieht aus, grade. Als müsste etwas repariert werden. Das kannst du nicht auf den Weg zu einem Gebäude stellen. Jepa. So, jetzt. Hehe, bin auch gar nicht vorbei, ne? bisschen doof gemacht. Aber gut. So. Thema Bo. Ah ja, und Thema machen wir das beliebtes Nützfähigkeit auch mal. Hecken bauen! Es sieht aus, als müsste etwas repariert werden. Wir bauen Hecken. So, da nochmal einen runter. Oh. Oh. Also, man kann scheinbar wirklich nur bestimmte Felder bauen. Ey! Einfach sie verlaufen da? Nein. Gut. Gewächshaus. Immer schön. Gewächshaus. Ah. Gewächshaus. Ich glaube, ich bin am Maximum erreicht. Danke ich gerade. Maximum! Pflanz ein Stück Hecke. Mehr geht nicht scheinbar. Gut. Hier nochmal eine Hecke hin. Es sieht aus, als müsse etwas repariert werden. Okay, muss ich echt nur warten gerade. Ja, warten. Das kann ich gar nicht eigentlich, aber. Bauen wir halt noch ein bisschen was mehr. Nochmal Eisstadt nochmal hier hin. Noch Imbestand nochmal. Nochmal einen Getränkestand. Nach unten. Bauen wir nochmal die Haifischbar. Hier hin. Nach unten. Mit ein paar Palmwedeln hier. Schirm für die Haifischbar. Das kannst du nicht auf etwas anderes stellen. Nach unten. Und nach gibt's hier eigentlich noch was anderes? Ja, es sieht aus, als müsste etwas repariert werden. Bau den General Store kann ich mal bauen. Von Mechaniker kann ich mir noch ein paar holen. Genau. Baubude. Baubude. So. Das war's aber, glaube ich, dann. Den, ja, mehr geht auch hier nicht. Bau den Eingang zum Baumstammkanal. Ja. Was ich jetzt machen soll noch. Ich warte eigentlich nur auf die Bewertung. Gucken wir uns mal unsere Achterbahn an. Etwas repariert werden. Hui! Wie? Und da geht's runter! Hui! Ich
Fiedler nicht ganz ins Bild. So. Das ist ein eigentlich ganz guter Streckenverlauf, oder? Da geht's aber hoch, da geht's wieder runter gleich. Aber nicht so steil. Ich geh gar nicht schnell runter, eigentlich. Und dann hui, und dann eine Rundkurve und dann hier hoch. Dann klebt das gerade durch. Das habe ich nie gesehen früher. Und dann geht's wieder runter. Hui. Gut. Nochmal einen Brater bauen. Keine Ahnung. Ach, bau den nochmal hier einfach. So. Keine Ahnung. Baller jetzt alles mit Brathähnchenständen hier voll. So. Und hier baue ich jetzt einfach noch ein paar Kakteen oben hin. Damit es ein bisschen schöner aussieht. Hier mal ein fettes Feld rein. Nach unten. Bau einen Planwagen. Und noch einen Planwagen natürlich mal bauen, ne? Weil ich weiß, das müsste eigentlich der Essenslieferant da sein. Und weil wir ja eigentlich so viel Geld haben, kann ich auch noch mal ein Kraftwerk bauen. Und zwar hier. Hier. Ah, wo ist noch was möglich? Da. Bau ein Kristallkraftwerk. Da wäre auch Platz. Bau ein Kristallkraftwerk. Weltraumstation. So. Thema Legoland. Und zu jedem Kraftwerk gehört natürlich auch ein Imbissstand. Bau einen Imbissstand. Und ein Getränkstand natürlich. Das vergessen. Ah, nee, der ist nicht schön. Bau einen Ricola-Cola-Getränkestand. Und natürlich ein Eisstand. Nee, zwei Eisstände. Hier soll eigentlich alles hingehen. Das ist viel zu viel eigentlich. Egal. So, hier fehlt eigentlich noch ein Eisstand. Und der ist einer. Bau eine so. Haifischbahn. Nach unten. Aber ich kann auch einen Weg hier bauen. Das wäre vielleicht mal eine ganz kluge Idee. So, da machst du endlich. Du bist wirklich gut im Parkbauen. Ich hätte das nie hingekriegt, all die Attraktionen auf eine so winzige Stelle zu setzen. Herr Achtsam, der Parkinspektor findet auch, dass du deine Sache hervorragend machst. Alle Achtung. Klick auf den Daumen, damit es weitergeht. So, schön, dann sind wir am Ende der Folge wieder. Ja, war das jetzt mal dann doch gar nicht so schlimm. Ich glaube, das, was ich meinte, war dieses Ding hier. Ich habe aber keine Ahnung, was das mal war. Ich glaube, es war irgendwas mit B. Ich habe es vergessen, auf jeden Fall. Das war mal ganz nette Folge hier. Und wir sind auch schon, was die Karten angeht, jetzt mittlerweile bei über der Hälfte, wie ich es gerade sehe. Ne? 4, 5, 6 jetzt. 4 fehlen noch, ja. Aber wir sind, ja, Backquest quasi, ne? Mal zu nennen will. Die nächsten kommen auf jeden Fall noch irgendwie zwei neue Themenwelten, wobei das letzte Themenwelt ist noch, ja, so Sub-Themenwelt, sagen wir mal so. Ich will jetzt nicht spoilern. Ich weiß das ja schon. Aber das wird auf jeden Fall sehr cool noch werden. Und ja. Ich freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.